Ihr wollt Daten in die Krötenretter-App eingeben und wisst nicht wie, dann schaut euch dieses Video an. Voraussetzung für eine Fundeingabe ist, dass ihr registriert seid. Wie ihr euch registrieren könnt, erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Dort findet ihr einen Link zu weiteren Erklärvideos unserer App. Ihr seid registriert? Dann gebt folgendes in die Suchleiste eures Browsers ein. Amphibienwanderung.azurewebsites.net Nach der Bestätigung der Suchanfrage werdet ihr direkt mit der Krötenretter-App verbunden. Oben rechts bitte auf Anmelden klicken. Ihr seid nun im Anmeldemodus und könnt euch mit euren Anmeldedaten anmelden. In der Regel sind dies eure Mailadresse und euer Passwort. Sobald ihr eure Anmeldedaten bestätigt habt, werdet ihr auf eure Gruppenseite weitergeleitet. Wir gehen nun direkt in die Eingabemaske. Die Struktur der Eingabemaske ist einfach und selbsterklärend. Durch einfaches Scrollen könnt ihr von oben nach unten springen. Wir geben zunächst unseren Einsatzort ein. Hierzu öffnen wir das Pull-down-Menü und wählen den Ort aus. Es folgen Datum und Uhrzeit über die entsprechenden Pull-Down-Menüs. Nun erfolgt die Eingabe der Tätigkeit. Es stehen mehrere Tätigkeiten zur Auswahl. Wir bleiben zunächst bei der Tätigkeit: Kröten retten. Nun tragen wir unseren Namen ein beziehungsweise wir stellen unser Team zusammen. In der ersten Zeile erscheint normalerweise automatisch unser eigener Name. Mit den folgenden Pull-Down-Menüs könnt ihr weitere Personen in euer Team einfügen. Über das grüne Pluszeichen habt ihr die Möglichkeit, weitere Pull-Down-Menüs hinzuzufügen. Das ermöglicht euch dann, weitere Personen auszuwählen. Über das Feld Zusätzliche Helfer habt ihr die Möglichkeit, nur die Anzahl der Helfer, aber ohne Namen einzugeben. Nun folgt der Eingabeblock Wetterdaten. Über die verschiedenen Pull-Down-Menüs könnt ihr eine exakte Wetterbeschreibung hinterlegen. Ihr könnt folgende Angaben machen. Temperatur, Wind, Wolken, Bodenfeuchte und Regen. Nun erfolgt die Eingabe eurer Funddaten. Hierzu steht der Eingabeblock Zahlen bereit. Um euch die Eingaben zu erleichtern, werden automatisch einige Arten vorgeschlagen. Öffnet ihr durch Anklicken die Pulldown-Menüs der einzelnen Arten, werdet ihr zu exakten Angaben und Merkmale eurer Funde geführt. Ihr müsst an entsprechender Stelle nur noch die Anzahl eurer Funde eingeben. Die Merkmale und Angaben der Fundorte werden durch unsere Administratoren angelegt. Sollte etwas fehlen oder nicht stimmig sein, wendet euch bitte an unsere Administratoren. Wird eine Art nicht automatisch vorgeschlagen, habt ihr mit diesem Button die Möglichkeit, selbst eine Art hinzuzufügen. Nach der Auswahl müsst ihr noch, als Bestätigung, das grüne Pluszeichen drücken. Erst dann ist eure Auswahl aktiviert und ihr könnt eure Merkmale bearbeiten. Die beiden folgenden Textfelder sind frei beschreibbar und können für eure persönlichen Anmerkungen genutzt werden. Bevor ihr die Eingabeseite verlasst, vergesst bitte nicht, eure Angaben zu speichern.